Was andere von dir denken, geht dich persönlich gar nichts an. Das ist nicht dein Geschäft, nicht dein Zirkus, nicht dein Business. Okay? Was andere von dir denken, geht dich nicht, einfach nichts an. Ja, damit hast du nichts zu tun. Und lass die anderen denken, was sie wollen. Denn es wird immer Menschen geben, denen gefällt, was du tust. Und es wird immer Menschen geben, denen gefällt nicht, was du tust. Und zwar völlig egal, was du machst. Ob du dich für A oder B entscheidest, irgendwer wird es immer kacke finden. Und deswegen ist es völlig egal, was die Leute denken. Wichtig ist, was du denkst, was dein Ding ist und vor allen Dingen, was auch dich glücklich macht. Das heißt, tu mehr von dem, was dich glücklich macht und nicht, was die Leute glücklich macht. Denn die Leute wirst du sowieso niemals zufriedenstellen können. Weil keiner von uns ist ein Glas Nutella, was, sage ich mal, zumindest 80% der Menschen zufriedenstellt. Ne? Gib denen ein Glas Nutella und einen Löffel und 80% der Menschen sind zufrieden. Aber keiner von uns ist das, sondern wir sind alles einfach Menschen. Und manche Menschen mögen uns, manche mögen uns nicht. Ganz viele mögen mich nicht. Und das ist völlig okay, weil ich mag auch viele nicht. Ne? Aber das ist ja auch alles okay. Ne? Das heißt, mag nicht, aber ne, die passen auch nicht zu mir. Und da müssen wir einfach auch lernen, dass es okay ist, so zu sein, wie wir sind. Mit unseren Fehlern. Mit unseren eigenen Arten, mit unserer eigenen Wunderbarkeit auch. Which is, was übrigens ein echtes Wort ist, ne? Wunderbarkeit ist ein echtes deutsches Wort, ne? Ja, die Wunderbarkeit, genau. Dass wir lernen müssen, einfach zu sehen, dass es okay ist, so wie wir sind. Und dass es auch wichtig ist, dass wir unser Ding machen und nicht das Ding, was vielleicht andere denken. Und vielleicht noch etwas, was ich dir mitgeben will. Wenn wir keine Fehler machen, lernen wir auch nichts. Zum Beispiel, nimm mal ein kleines Kind, das lernt aufzustehen. Das lernt nur stehen. Wie oft fällt das auf den Hintern? Ich glaube, im Schnitt haben es mal irgendwelche Wissenschaftler beobachtet. Ich glaube, 300 bis 400 Mal fällt das auf den Hintern und tut sich echt weh. Ne, so, pff, aua. Das, bevor das überhaupt nur stehen kann. Wir reden noch nicht vom Laufen, nur vom Stehen. Und was wäre, wenn dieses kleine Kind sagen würde, ach nee, aua, jetzt bin ich schon, zweimal habe ich mir auf den Hintern gesetzt. Ich glaube, dieses Stehen, es wird auch völlig überbewertet. Ne? Was sollen die anderen dann denken? Da lachen die mich aus, ich kann immer noch nicht stehen und so. Die Erwachsenen, die stehen alle da und ich kann noch nicht stehen. Nee, ich glaube, ich bleib mal sitzen. Ne? Ich bleibe mal hier sitzen, da bin ich auch so, ne, in meiner sicheren Zone und so. Passiert einfach nicht. Das heißt, Kinder haben diese Angst nicht. Und auch bei Kindern haben wir Erwachsenen die Geduld. Die Kinder dürfen noch lernen. Ne? Weil wie lange würdest du deinem Kind geben, bis es stehen kann? Würdest du sagen, okay, jetzt hast du 50 Mal probiert, ey, du schaffst das doch sowieso nicht. Bleib einfach mal sitzen. Ne? So, stehen ist nichts für dich. Würde keiner mit seinem Kind machen. Und deswegen auch dir selber die Erlaubnis geben, Fehler zu machen. Denn nur wenn wir Fehler machen, dann lernen wir auch was. Nur wenn wir Fehler machen, können wir Feedback bekommen. Weil nur wenn wir rausgehen in die Aktion, in die Handlung, können wir echtes Feedback auf unsere Handlung bekommen. Weil wir können viel in unserem Kopf durchspielen. So, ah, was wäre da, was wäre da, was wäre da, was wäre da. Ne? Das können wir tun, aber das bringt uns nicht wirklich weit. Weil wir dann niemals real, also das Feedback aus der echten Welt bekommen. Und nur das Feedback aus der echten Welt kann uns dabei helfen, uns so zu verändern, dass wir auch erfolgreich werden. Und übrigens, alle erfolgreichen Menschen haben unglaublich viele Fehler gemacht. Unglaublich viele Fehler. Und der Unterschied ist, glaube ich, nur, dass sie erstens sich von den Fehlern nicht aufhalten lassen. Das heißt nicht sagen, oh, nee, jetzt bin ich 30 Mal aufgestanden, immer wieder hingefallen, mach ich nicht mehr. Das machen sie nicht. Und zweitens, sie lernen aus ihren Fehlern. Okay, jetzt habe ich das so versucht, so funktioniert es auf jeden Fall schon mal nicht. Das heißt, wir machen was anderes, ne? Probieren wir mal das Nächste aus. Das heißt, die lernen Flexibilität. Und deswegen, hab keine Angst davor, Fehler zu machen. Hab keine Angst davor, dich auch zu blamieren. Ne? Einfach so zu sagen, so, hey, hier bin ich, das mache ich jetzt. Und wenn mich alle auslachen, so what? Weil, mal ganz ehrlich, die anderen sind auch nicht besser. Die anderen sind nicht klüger, die sind nicht schlauer und die haben es auch nicht mehr geblickt als du. Keiner von uns ist irgendwie höher gestellt. Ne? Auch nicht tiefer, aber keiner ist auch höher. Das heißt, wir sind alle ja gleichwertige Wesen. Und wenn irgendjemand meint, über dich urteilen zu müssen, weil er meint, sich höher stellen zu müssen, weil er sagt, haha, aber ich bin so superior, ich bin so gut, ich bin hier oben, ne? Dann ist das eine künstliche Erhöhung, die er da irgendwie schafft, damit er sein Ego befriedigen kann, damit er sich höher stellen kann. Die aber nichts mit der Realität zu tun hat. Weil in Wirklichkeit sind wir alle Wesen auf dem Weg. Wir sind alle Wesen, die lernen. Wesen, die Fehler machen, die lernen und sich entwickeln. Und deswegen hab keine Angst davor, Fehler zu machen.